Morbus, ich bin sehr enttäuscht von dir. Du hast die Götter gegen mich aufgehetzt. Moment, hier. Er ist tot. An seinem Mitleiden mit den Menschen ist er gestorben. Was soll dieser Unsinn? Ich versichere euch, das ist alles nur ein unglückliches Missverständnis. Du wirst verbannt. Verbannt? Auf die Erde. Erde? Ist das ein Problem für dich? Das ist Folter! Gnade! Danke, Kokyra.
Hallo. Ja, das wird hier sehr selten gespielt. Ja, auf einer selbstgemachten Karte. Aber dafür habe ich halt 7 Gegner. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffen werde. Kommt drauf an. Ich hab's schon ein paar Mal ausprobiert und ich wurde leider überrannt, aber ich habe jetzt noch mal ein paar Sachen an der Map geändert. Und ich glaube, diesmal habe ich einen etwas schnelleren Start. Ich brauche unbedingt sehr schnell Soldaten und so weiter. Und dann hoffe ich, dass ich deren Angriffswellen aushalte. Genau, muss hier eine Burg hinstellen am besten. Ah, das hat noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Goldschmelze. Falsches Gebäude gebaut. Egal. Ja, also es gibt ja nur leicht oder schwer und ich habe die auf schwer gestellt. Thank you.
werden wir dann ja sehen. Also die kommen schon mit einigen Leuten an. Erstmal hier das Gold freiräumen und so. Noch eine Brotproduktion machen. Weiß ich nicht. Also ein paar Stunden werden es noch sein. Gucken, wann ich hier überrannt werde. Oder wenn ich die besiege. Vielleicht streame ich danach noch irgendwas. Ich weiß es aber nicht. Noch eine Axt.
Ja, ich bin mehr so minimalistisch. Ich baue einfach. Ich baue einfach immer genau das, was ich denke, was ich brauche. Ja, also mit der Zeit wird es dann einfach mehr. Wenn ich jetzt merke, okay, ich habe noch genug Essen, um mehr Bergarbeiter zu versorgen, dann fange ich an, das einfach hoch zu skalieren. Momentan habe ich aber halt noch keine Brotproduktion. Deswegen warte ich noch mal ein bisschen damit. Also, es ist jetzt irgendwie. Ich bin kein Siedler Pro. Und die Computergegner, die machen das genauso wie du. Genau, so wie du gesagt hast. Die Computergegner, die hauen einfach immer alles raus. Die ganzen Produktionsgebäude, die scheinen irgendwie alle nur auf wenig produktiv. Also, die arbeiten nicht die ganze Zeit. Und das finde ich halt irgendwie nicht so cool. Bei Siedler 2 spiele ich genauso, da setze ich immer eher auf Produktivität, anstatt viel schnell zu haben. Das kann man, glaube ich, einstellen, oder? Ja, Getreide. Kann ich einstellen, dass das Getreide zur Mühle oder zur Gänsezucht oder zur Eselszucht soll. Ah, der will einen Bogen haben. Brauche ich mal einen Bogen. Kann sein, du. Also, so ein bisschen habe ich auch so das Gefühl, bei Siedler 2 vor allem, dass da irgendwie Sachen. Also, bei den Bergwerken kommt mir das irgendwie häufig so vor, dass Goldbergwerke halt auch priorisiert werden. In gewisser Weise. Aber dementsprechend hat man ja auch die Möglichkeit, das dann einfach über diese Einstellungen anzupassen. Falls man das Gefühl hat, dass die zu viel kriegen, kann man das einfach runterstellen. Hier habe ich immer noch nicht genug Holz. Das dauert mir hier alles ein bisschen zu lange.
Das stimmt. Also Schiff-Taktiken. Also ich habe mir extra hier rechts von meiner Insel nochmal eine Insel hingestellt, weil da gehen ja die Leute dann sowieso nicht hin. Da kann ich dann auch theoretisch einfach produzieren, wie ich will. Aber ja. Also bei diesen Siedler 2, die neue Generation, da kannst du ja auch so Hafenplätze setzen. So wie es damals bei Siedler 2 man auch Hafen in bestimmten Missionen setzen konnte. Und die Computer benutzen die dann tatsächlich auch. Das einzige Problem ist natürlich, dass falls die dann auf irgendeiner Insel sind, wo es nur einen Hafen gibt, dann kannst du die da nicht mehr, kriegst du die nicht mehr weg. Kannst du gar nicht angreifen ohne noch einen Hafenplatz. Immer noch nicht genug Holz. Nicht cool. Kannst du eigentlich das ganze... Habe ich jetzt noch gar nicht getestet. Kannst du eigentlich den ganzen Bildschirm von mir sehen? Ich glaube, die Auflösung hier ist höher als das, was ich eingestellt habe. Okay, dann tappe ich mal kurz raus. Ja. Stelle ich das mal eben um. Weil Siedler aufzunehmen ist tatsächlich nicht ganz leicht. Weil das halt so ein altes Spiel ist. 1024. So. Kannst du jetzt mehr sehen? Alles klar. Ja, also Siedler 4 zu streamen ist echt ein Debakel. Also das ist hardcore nervig. Deswegen gibt es da dann manchmal Probleme. Also. Schmelze.
Waffenschmiede. Jawohl. Ja, also das ist das. Die Auflösung ändert sich dann auch erst, wenn man in-game ist. Als ich habe halt geguckt, so wie so eine Aufnahme ist, während ich noch im Menü bin. Und das war 800x600er Auflösung. Aber jetzt habe ich hier gesehen, okay, in-game ist es dann aber 1280x1024. Und es ist ja unschön, wenn das halt innerhalb des Spiels sich einfach dauernd ändert. Goldschmelze. Es keine Bäume mehr. Sehr lustig.
Ja, ich habe hier noch einen Steinberg und hier habe ich noch Steine. Unten links von dieser Insel sind auch noch Steine. Ich habe diese Map tatsächlich schon häufiger überarbeitet und einer dieser Überarbeitungsschritte war definitiv, dass ich mehr Steine brauchte. Ist mein Holz auch schon wieder leer. Interessant. Warum habe ich hier gleich nochmal so viele Lager hingestellt? Das heißt. Das ist jetzt einfach mal so ein Versuch, damit, falls da Gegner langkommen, die eine kleinere Front haben quasi. Und länger brauchen, zu mir zu kommen. Also ich kann ja die Mauer direkt, also ich habe mir so gedacht, ich baue quasi die Mauer vor diesen Eingang. Dann habe ich ja quasi auch eine Mauer an Türmen, sage ich mal. Aber die brauchen halt länger, um zu diesen Türmen hinzukommen. Aber ob das jetzt halt die beste Taktik ist, weiß ich natürlich auch nicht.
Also wie gesagt, ich bin da ja auch kein Pro. Also alles, was ich hier tue oder mache, das ist alles just for fun. Das heißt also, es ist alles nur Theorie. Nochmal eine Burg hier hin. Ah, ich habe sogar schon einen Hauptmann fertig. Ich brauche auch eine Axt. Hier habe ich hier Stein und Schwefel, aber die brauche ich für den Anfangskampf halt noch nicht. Deswegen baue ich hier noch nichts weiter. Ich verbreite mich einfach nur. Was? Ich werde schon angegriffen. Verdammt!
schnell kann das gehen. Aus alle rein da. Jupp, da oben stehen sie. Die Maya. Immer noch so ein Lazarett hin. Okay. Ach, du warst weg. Ja, aber okay. Das war wirklich nur ein kleiner Angriff. Von denen. Immer noch nicht genug Kohle. Jupp. Alles klar.
Oh. Da kommt der nächste Angriff. Alles klar.
Völlig zu wenig Kohle.
So. Ja, genau. T-World spiele ich relativ gerne. In letzter Zeit, ich meine, das ändert sich halt von Zeit zu Zeit halt auch immer relativ stark. Aber letztens habe ich auch Siedler 2, wie gesagt, gespielt. Ja, momentan spiele ich nicht viel, scheinbar. Vor einiger Zeit habe ich XCOM Enemy Unknown gespielt, aber das habe ich nicht gestreamt. Da war ich noch nicht so interessiert im Stream. Oh, Gegner!
Gegner scheinen sich momentan echt zurückzuhalten, glaube ich. Ja, möglicherweise. Ich habe nur Angst, dass die dann irgendwie zur Seite abhauen. Die Gegner. Da kommen die nächsten. Zumindest stehen sie da oben. Ja, weiß ich nicht, was die KI dazu sagt, wenn man hinter zwei Burgen steht. Ich meine, der hat ja auch Bogenschützen, deswegen kann ich davon ausgehen, dass der sowieso mich früher oder später trifft mit seinen Einheiten. Aber es könnte schon gut sein, dass das besser funktioniert hinter dem Bogen. Ich frage mich nur, warum das blöde Lazarett nicht so funktioniert, wie ich mir das denke. Der heilt fast nichts. Ah, da heilt einer. Ja, das stimmt schon. Wenn die mal einen koordinierten Angriff machen würden, dann würde ich, glaube ich, mehr verlieren. Oh, da oben kommt noch einer. Sieht interessant aus.
Die machen es mir aber auch einfach. Zwängen sich dazwischen die beiden bauen sie die laufen alle so ganz ganz eng an den beiden Burgen vorbei, genauso wie du quasi sich dir wahrscheinlich gedacht hast. Ja. Ah gut, das letzte Rett funktioniert aber mittlerweile. So, das ist jetzt der letzte, der geheilt wird. Ja, sehr gut. Oh, jetzt habe ich noch ein paar neue Leute, die geheilt werden müssen. Okay. Meine Kohlebergwerke laufen endlich. Ordentlich. Das ist gut. Dann kann ich jetzt nochmal mehr Bergwerke bauen, glaube ich. Ja. Schmelzen. Goldschmelz. Könnte ich mir auch mal Werft bauen? Hafen? Meine Armee wird immer größer, yay!
So, wie funktionieren jetzt diese blöden Fähren? Normalerweise muss ich doch hier einfach nur draufklicken. Ja, genau, jetzt ist er drin. Denn da rein? Okay, interessant. Die Kriegsschiffe sind nur dazu da, um andere Schiffe zu zerstören, oder? Fähre ist, die verwirrt sich gerade hier so ein bisschen. Klar. Okay. Mach mal, ich muss mir mal ein paar Geologen machen. Naja, ich kann mit dem Handelsschiff kann ich über den Hafen einfach Waren zur anderen Insel schicken.
Ich meine, kann ich nicht einfach einen Hafen bauen? Hafen? Achso, ja, ich muss ja erstmal. Muss ja erstmal Bauarbeiter da drüben haben. Ja, das stimmt schon. Ist korrekt. Kann ich nicht einfach hier das da hinschicken? Nee, ne? Man braucht einen Hafen. Okay. Das ist interessant. Achso, aber ich kann einen Karren bauen. Auch nur muss nur Fahrzeug Dings bauen, Fahrzeugmanufaktur, genau. Stimmt. Ganz vergessen. Genau. Gut, dann mache ich noch eben eine Eselzucht. Ja. Wo ist denn die Eselzucht? Hier hinten irgendwo? Nein. Eselzucht. Ach, komm her. Ich kann den Geologen nicht mehr anklicken. Dieser Spacken. Oh, das ist interessant.
So, jetzt sind wir dran. Brauche ich mal so einen komischen Karren. Ja, vor allem, es ist noch ein bisschen unrealistisch. Ich meine, das ganze Land ist halt total geebnet und so. Du kannst überall alles bauen. Thank you.
Ja, das ist ein bisschen nervig. Soldaten, oder wie viele sind das jetzt? Ich weiß es nicht. 45. Das sind sogar 100, oder? Sechzig, 70, 80, 90. Ja, 100 Soldaten habe ich hier in einer Gruppe.
Buddy joined your channel. Wow, Siedler 4? Ja. Okay. Wir machen sowas neumodisches Zeug. Das ist älter als Siedler 2. Naja. Das stimmt so nicht. Also, zumindest die Idee. Ja. Also, Design. Ja. Aber was, also, warum flimmert deine GUI so oder generell das gesamte teilweise? Flimmert das? Ist halt nicht. Ja, das flimmert teilweise. Ich kann halt nicht nachgucken, weil. Ja, gut, klar. Also, Siedler 4 zu streamen ist halt echt ein Krampf. Warum? Weil OBS das nicht als Spiel erkennt. Das heißt. Ich nehme jetzt einen Teil meines Bildschirms auf. Genau. Ah. Und genau, in einer Auflösung von 1280x1024. Das heißt, wenn ich auch raustabbe, dann okay. Sieht meinen kompletten Bildschirm und so. Das ist ja. Ich glaube, mal meinst du. Das ist ein Kampf. Aber hast schon 3 Viewer. Ja, ich rede auch die ganze Zeit hier mit Olaf Johansson. Ah, okay. Okay. Haben ein bisschen gequatscht hier. Ja, Siedler 4 finde ich irgendwie ganz nett. Also. Ja, ich weiß nicht. Mir hat das noch nicht so wirklich gefallen bisher. Aber ich habe es auch nicht wirklich lange gespielt. Ja. Ich finde ein paar Sachen, die hier einfach schöner geregelt sind als bei Siedler 2. Aber Siedler 2 hat halt einfach. Also, erstmal funktioniert es gut. Und ja. Besser. Und das hat natürlich Nostalgiefaktor. Ja. Aber weiß ich nicht, irgendwie. Die Getreide brauchen nicht so viel Platz und ich weiß nicht, es ist alles irgendwie ganz schön gelöst. Ganz, ganz schön ist es gelöst. Okay. Du kannst halt keine Warenstaus kriegen, weißt du? Auch. Ja, ja. Gut. Du musst halt nur jede Menge Leute bauen. Ich habe jetzt hier schon irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mein 10. Wohnhaus baue ich gerade. Okay. Mein 10. großes. Mann, sieht echt seltsam aus. Weil halt nur die Gebäude und die GUI verschwindet. Okay, also ich sehe. Ganz kurz. Ah ja, so. Ah, ist ja auch nicht weiter schlimm. Also. Stört ein bisschen, aber. Upp, meistens geht's. Na gut. Ja, ich habe eben gerade auch noch ein bisschen. GSB gestreamt, aber ich bin gerade irgendwie total fertig. Im Moment ist bei der Arbeit ziemlich viel los und. Okay. Ja, morgen kommen. Morgen kommt eine Delegation von Airbus. Und die wollen bespaßt werden. ja. Auch Demos fertig kriegen und jetzt soll ich noch ein Paper schreiben. Ja. Bis in 2 Wochen und nebenbei muss ich noch mein Masterprojekt fertig machen. Aber bin ich hier, um mich hier zu beschweren. Eigentlich. Auch wenn ich es getan habe, aber ne. Du hast dich beschwert, oh mein Gott. Nein. Entweder die Gegner haben Angst oder die haben irgendwas falsch gemacht. Weil sie nicht kommen oder was? Ja, gestern habe ich auch mal Siedler 4 gespielt und da wurde ich überrannt. Jetzt habe ich ein paar Sachen geändert, wie zum Beispiel, dass ich hier nicht besser verteidigen kann. An der Map habe ich auch ein paar Sachen halt verändert und die Position des Waldes ein bisschen verändert, sodass ich da besser dran arbeiten kann. Und jetzt kommen sie halt gar nicht mehr. Also okay. entweder sie haben Angst oder
Sind sie alle in einem Team, oder? Ja, 7 gegen 1. Okay, ja, das habe ich gelesen. Da dachte ich mir schon, wow. Okay. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich die alle in einen reingepackt habe. So, was braucht der jetzt hier? Ah, okay. Pioniere. Wobei, morgen kriege ich wahrscheinlich einen echt grünen Greenscreen. Wobei, nee, wahrscheinlich Donnerstag. Oh ne. Okay. Meinst du, dein Red Screen ist immer ist nicht gut genug, oder was? Nee, das ist, vor allem, wenn sich die Belichtung ändert, sieht man halt sofort. Auch immer so ein bisschen Teile. Außerdem hat er nur, haben 4 x 1,5 Meter nur ab 20 Euro gekostet. Dachte ich mir, nehme ich, probiere ich mal aus, wenn nicht, geht's wieder zurück. Alles klar. So. Dann. Probiere ich das gleich mal mit diesem Wohnhaus. Dem da. Wie funktioniert das eigentlich genau mit den Wohnhäusern? Du baust da eine Wohnhaus, bestimmte Anzahl an Leuten drin, oder? Da also, du baust ein Wohnhaus und dann kommen da 50 Leute raus. Ah ja, okay. So, aber dann wird halt gespeichert, für wie viele Leute du Platz hast. Und wenn du mehr Arbeiter hast als Leute, die du Platz hast, dann fangen die an zu streiken. Oh, okay. Interessant, dass deine Arbeiter Streikrecht haben. Tja. Das hätte ich ja sofort abgeschafft. Schließlich leben wir in einer Diktatur. Genau. So. Achso, die laufen da schon hin, ja? Ja, die laufen da hin. Das ist gut. Ich habe ein ganzes Lager voller Holz und ein ganzes Lager voller Baumstämme. Hey. Ja, also Lagerhäuser sind hier ja einfach so Lagerplätze auf dem Boden. Ja. Und ja, ich finde das eigentlich ganz cool so. Kann ich nämlich für jedes Item ein eigenes Lager bauen. Und dann sehe ich immer so, ah, so viele habe ich. Ja, stimmt, da sieht man, der hat auf den Blick. Ja. Das hat was. Ein ganzes Lager voller Stein, ein ganzes Lager voller. Na gut, es ist nicht voll, aber bei. Ein Lager mit Wasser. Ein Lager voller Brote und ein Lager voller Mehl. Aus irgendeinem Grund sind die. Na gut, die Bäcker sind halt auch voller Brot, deswegen fängt jetzt an, das Mehl einzulagern. Und als nächstes wird wahrscheinlich bald das Getreide eingelagert werden, weil die Mühlen auch nicht arbeiten. Weil ich hab halt, Brot ist halt schon, überhäuft sich gerade. Aber ist ja nicht schlimm. Hält sich ja ewig, anscheinend. Ja, genau. Ansonsten wäre auch nicht schlimm, wenn nicht. Weil offensichtlich haben sie ja genug. Das ist aber schon genauso, dass du Essen für Bergwerke brauchst, ne? Genau. Aber hier ist es tatsächlich so, dass Bergwerke ein Lieblingsessen haben. Lieblingsessen, okay. Ja, aber es gibt halt dieselben Arten. Fleisch, Fisch und Brot. Ja, okay. Goldbergwerk mag Fisch, Kohlebergwerk mag Brot und Eisenbergwerk mag Fleisch. Okay. Macht eigentlich nicht so viel Sinn, aber ich find's trotzdem eine schöne Mechanik eigentlich.
Ja, was heißt es, wenn sie das Lieblingsessen kriegen? Ein bisschen schneller oder so. Okay. Ja. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Aber also es ist auch voreingestellt, dass nur die Sachen, die bekommen, dahin kommen, wo sie essen, das Lieblingsessen ist, genau. Okay, ja. Lieblingsnahrung der Bergleute in Goldmin. Ja, ich hatte gestern auch mal die Kampagne in Jahr 2 DNG angefangen. Okay. Aber ich muss sagen, ich habe schon bei der ersten Mission Probleme gehabt. Ja, man muss erst. Oder habt noch. Genau, man muss erst mal wissen, wie man so am besten gegen Computer einfach klarkommt. Das ist vor allem auch. Ja, also, ich weiß nicht mal, ob da ein Gegner ist. Also, ich glaube schon. Bin noch keinem begegnet. Okay. Ja, es war einfach. Ich habe. Ich habe einfach das Fehler gemacht und zu wenig Sägewerke gebaut. Ja, das ist so das Schöne. Dann halt ein Punkt war es dann wirklich zusammengebrochen. Habe ich erstmal. Ich hatte zig Baustellen und habe erstmal alles abgeschlossen und nur noch Sägewerke gebaut. Ja. Das hat noch ewig gedauert. Produktion wieder aufwendig. Ja, also entweder man muss. Also wenn man irgendwie nicht genug Platz hat, um Sägewerke zu bauen, was ja manchmal der Fall ist am Anfang, ne? Dann muss man einfach langsamer bauen. Na? Ja. Dann muss man einfach gucken, okay, im nächsten Bereich, wo ich genug Platz habe, dass ich da die Holzproduktion aufbaue und so. Also es ist halt echt das so ein Standardfehler, den. Also ich mache den Fehler ja auch manchmal. Ne? Ich meine, ich hatte ja auch bei unserem 2 gegen 2 hatte ich zwischendurch, ich habe keine Bretter mehr. Ja, stimmt. Ja. Obwohl ich halt irgendwie 3 Sägewerke hatte. Mhm. Ja, ich meine, es passiert einfach so oft. Eigentlich müsste man einfach, ne, das schon früher wissen, dass man einfach. dass man einfach den Fehler immer macht und eigentlich so ein bisschen gegenlenkt. Ja. So ist jetzt der Gründungskarren ist jetzt fertig. Nee, gerade. Doch, jetzt. Kommt gleich. Oder ist jetzt? Keine Ahnung. Monster Cat Podcast. 2 Stunden für das neue Album und. Das ist lustig. Die scheinen echt. War das letzte Woche auch schon so? Weil. Der Korbschnell-Podcast läuft auch gerade wieder. Also wenn ich einen Podcast jetzt hören würde, dann wäre es der Korbschnell-Podcast. Okay. Ich glaube, das ist im Moment okay, starting soon. Das ist, glaube ich, jede Woche, der Podcast. Ja, und Korbschnell-Podcast auch immer dienstags. Was für ein Podcast? Korbschnell-Podcast. Mit. Korbschnell, was ist das? Mit Total Biscuit, JC Cox und Dodger. Plus ein Gast. Ja, nee, da höre ich lieber Monster Cat. Tut mir leid, aber. Naja, ich sag ja nicht, dass du den hören musst. Ich meine nur, wenn ich einen hören würde, dann wäre es der. Ja. Okay. Ja, ich. Guck mal in meinen Chat. Olaf Johansson hat gerade. Wow! Zwei okay, Monster Cat. Wow, falscher. Was? Warte mal. Muss ich erstmal einen zweiten Twitch-Tab aufmachen. Na, wie gesagt, also der Viewer, der eine Viewer, den ich habe, oder der zumindest mit mir redet, der hat gerade Monster Cat Smileys gemacht. Ah, yeah! Monster Cat! Twitch hat halt so ein Monster Cat Smiley. Ja, ich weiß, wenn man den folgt, kann man weiß machen. Ja, nice. Also ich kann mit meiner Twitch-App habe ich irgendwie Zugriff auf so viele Smileys. Die ich einfach machen kann. Ja. Ja. Yeah. Ein Faultier. So. Ein Sloth. Nice. ich kann mal überlegen, ich werde. Also das Wochenende bin ich erstmal weg. Da werde ich da gar nicht streamen, aber danach werde ich. Oder vielleicht auch schon davor, ne? Keine Ahnung. Habe ich Donnerstag ein bisschen Zeit.
Ja, das Paket warte. Werde ich nochmal ein bisschen mehr professionalisieren. Also zum Beispiel ein Chat an der Seite. Twitch machen. Ja, aber ich. Keine Ahnung. Wenn ich umgezogen bin, dann hole ich mir erstmal einen zweiten Bildschirm. Dann kann ich den. Jo. Kann ich den scheiß Chat auch so sehen. Oh, ja. Und so weiter. Ja, wobei generell mit dem ISC ist das schon ganz cool. Einfach um zu sehen, wenn Leute reinkommen, das siehst du ja beim Twitch-Chat nicht. Und die Anzeige von Anzeige da bei Twitch. Ja, die Viewerlist, die aktualisiert sich auch nicht automatisch. Ja. So, ich kann ja einfach mal mit 200 Soldaten mal angreifen, ja. Ja, ich hab das auch immer noch an, damit ich einfach. Also, ich hab's ganz, ganz leise, aber ich höre dann einfach, wenn irgendjemand schreibt. Weil ich guck halt. Ja, ich gucke ja nicht die ganze Zeit auf meinen Twitch-Chat. Aber dann ist halt einfach so ein ganz leiser Sound im Hintergrund und dann höre ich das. Ja. Ja, das ist der Vorteil bei KSP. Ich habe halt zwischendurch auf das mal Zeit. Wenn die Rakete fliegt, fliegt sie. Da passiert nicht so viel. Ja, ja, klar. Ich vergesse ja sowas einfach. Ja, gut, klar, ist halt bei mir auch anderer Bildschirm. Brauch halt nur ein Stückchen runtergucken. Peng. So. Echt von Vorteil. So, ich habe jetzt. Was ist das denn? Ist das ein Trage? Ach so! Ah! Ja, okay. Hä? Eselwagen. Genau. So macht man eine neue, man gründet so eine das neue Haupthaus quasi. Ja. Okay. Hm. Man braucht kein Haupthaus. Es gibt hier keine Haupthäuser. Tatsächlich. Okay. Dein Lagerhaus ist der Boden. Am Anfang zumindest. Ja. Gute Frage, hat die KI gleiche Inseln wie du? Also ist das symmetrisch aufgebaut, oder? Nee, das ist jetzt hier keine symmetrische Map. Hätte ich im Editor okay machen können, auch hat wieder so Einstellungen, dass man irgendwas spiegelt. Hm. Aber das habe ich hier nicht gemacht, weil ich habe 7 Gegner. Ja, gut, da hast du eben mal ein bisschen mehr gegeben, hast du. Ja. Ja. Ist korrekt. So, jetzt möchte ich gerne 2 Bauarbeiter machen. So, und jetzt baue ich hier einen Hafen. Das musste ich auch selber hinstellen. Und dann kann ich zwischen den beiden Häfen Items hin und her schicken. Okay, ja. Ich habe auch schon ein Handelsschiff gebaut. Kann es sein, dass die KI sich gegenseitig Rohstoffe geklaut hat und deswegen so wenig Angriffe kommen? Die haben eigentlich alle so eine eigene Halbinsel. Aber ich werde da mal nochmal gucken. Sehen wir ja dann gleich beim Angriff. Wenn du Platz gemacht hast. Genau. Ja, es ist ein bisschen schade tatsächlich. Bei dem letzten Mal, wo ich gespielt habe, haben die mich platt gemacht. Jetzt habe ich ein paar Sachen an dieser Map geändert. Nur damit ich mich ein bisschen besser verteidigen kann. Und irgendwie sind die ganzen Angriffe lausig geworden. Hm. Okay. So, jetzt habe ich hier einen Hafen. Kann ich den hier verbinden? Ja, genau. Jetzt kann ich hier sagen, schick da mal Hämmer hin. Und Bretter. Und Steine. Machen wir mal so. Na gut, ich glaube, ich bin dann aber auch mal raus hier. Okay. Da ich Monsterhead Podcast und vorher noch ein bisschen YouTube und Zeug. KKK. Also dann bis morgen. Bis dann. Tschüss. Bruce. Buddy disconnected from your channel. Love ich.
So, mach ich mal erstmal das hier, oder soll ich... Also ein mittleres Wohnhaus erstmal. Ja, dieser. Ich glaube, das sind Wikinger jetzt hier als Gegner. Und die haben mich gar nicht angegriffen bis dato. Aber die haben hier schon einige Soldaten. Uiuiuiui. Da kommt ja einiges. Hübsch. Sieht aber ganz gut aus. Direkt eingenommen. Ach, die haben sich schon ein bisschen Platz hier weggenommen, scheinbar. Aber warum hat der hier keine Bergwerke gebaut? Hatten die etwa keinen Platz? Oh, das sind aber viele! Das sieht nice aus.
Alter Schwede. Ich hab gleich keine Nahkämpfer mehr. Nicht schlecht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Der Angriff ist wohl missglückt, aber ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Das hat echt ganz schön viele Soldaten. Naja, gut. Ich frage mich echt, warum die ganzen Goldbarren nicht da hochgebracht werden. Na, ich sehe gerade. Auch mehr Eisen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ah, der Wikinger hat echt ganz schön viele. Aber naja, gut. Ich hab ja noch Stuff.
Eisenbergwerk fehlt. Okay. Da kommen sie. Oder ein Gebäude von mir zerstört. Wikinger können offensichtlich Gebäude zerstören. Aber das ist nicht schlimm. Das kann ich einfach wieder hinsetzen. Oh, jetzt kommen sie tatsächlich alle. Kapau, kapau. Jawohl. Ich musste nur mal die aufwecken da oben, glaube ich.
Das staut sich da oben. Die ganzen Soldaten da oben. Finde ich lustig. Ich bin ein wenig beängstigt vor dieser Armee da oben. Alter Schwede. Nochmal zurück. Krank. Ja, das stimmt. Greifen auf jeden Fall schon mal meine Burgen jetzt an. Alter Schwede, sind das viele. Ich wünschte, ich hätte jetzt Katapulte oder so. Dass ich einfach da in die Menge reinschießen kann. Ich meinte halt
Realismus-mäßig. Irgendwas mit Area of Effect Damage. Noch geht's. Solange die so Probleme haben, überhaupt hier runterzukommen, durch diesen schmalen Grat, den die da müssen, bin ich auf jeden Fall im Vorteil. Jetzt kommen sie von den Seiten. Bräuchte mal ein paar Nahkämpfer. Das ist echt interessant. Okay. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Oh, danke. Alles klar. Das ist echt interessant hier. Meine Güte. Okay, jetzt wo ich das Lager hier näher an die Kaserne gebaut habe, funktioniert es besser.
Scheiße! Viel zu viele! Und die kommen jetzt auch ganz schön schnell hier durch. Nein! Nein! Das. Fuck! Oh, oh, oh. Fast wie 300, genau. Ja, nee. Ich hab diesen gerade. Oh Mann. Nee, das sind zu viele jetzt. Scheiße. Viel zu viele. Die sind auch richtig schnell durchgekommen jetzt. Fuck. Oh, scheiße. Nee, das war's. Das kann ich nicht gewinnen mehr, glaube ich. Oh, Mann. Kann auch nichts machen. Meine ganze Waffenproduktion und so. Alles. Alles schon fertig gebaut. Es würde jetzt zu lange dauern, das noch abzugraden. Bumm. Der hat's richtig gemacht. Der hat nicht gewartet, sondern ist einfach durchgerannt. So schnell wie er konnte. So ein Mist. Der GG, genau. War aber lustig. Ich wusste ja nicht, dass ich die erst aufwecken muss da oben. Ich bin ja nicht mal gegen einen angekommen. Gegen den Wikinger. Ah, ich hatte die meisten Punkte. Ich habe die meisten Leute umgebracht. So, der Gelbe hat fast gar keine Einheiten gebaut. ...1300 Leute. 146... ...Gebäude. 701 Mana. Ja, so war das gedacht. Nur, also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich die erst aufwecken muss, damit die angreifen. Sonst hätte ich ja nicht mit meiner ganzen Armee angegriffen. Oder die haben gesehen, ich habe meine ganze Armee verloren, jetzt greife ich an. Ja, 300 passt echt gut, nur meine Armee war leider am Ende zu klein. Ich hatte ja zwischendurch sogar 300 Leute. Offensichtlich habe ich 400 Soldaten ausgebildet oder so. Ja, ja, ja. 1500 Leute umgebracht. Nicht schlecht. Ja, das ist jetzt, weil ich wieder im Menü bin, ne? Das hatte ich dir ja gesagt. Wenn ich jetzt in-game bin, dann habe ich eine andere Auflösung wie hier im Menü. Alles ein bisschen doof.
Ja, aber ich glaube, ich mache erstmal hier. Naja, wollte damit nur sagen, dass ich das Problem kenne. Vielleicht mache ich morgen noch mal eine Runde. 7 gegen 1. Vielleicht ändere ich noch mal irgendwas an der Map. Ich weiß es aber nicht. Eigentlich ist die ganz gut so. Aber ich weiß, dass ich vor allem das Lager mehr in Richtung Kaserne machen muss. Das Goldlager. Weil er hat das ganze Gold gar nicht benutzt, was ich produziert habe. Erst am Ende dann. Ja gut. Wenn ich so eine gespiegelte Karte könnte ich machen. Ich könnte eine gespiegelte Karte machen, die wo dann jeder dieselben Chancen hat. Aber ich habe so lange kein Siedler 4 mehr gespielt. Ich weiß, also ich sollte vielleicht die Kampagne mal anfangen, dann lernt man da auch mal so ein bisschen, worauf man achten muss und so. Das hier ist ja mehr so einfach aus Spaß, dass ich einfach die beste Insel habe, aber dafür viele Gegner kommen. Gucken, vielleicht spiele ich mal ein bisschen T-Worlds oder so. Ah, dann müsste ich eigentlich meine Auflösung vorher mal umstellen. Hat aber Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zugucken. Alles klar.